Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Tribe Wars. Ark. Genau, und wieder am Start ist der Revano. Yeah, hallo. Der Dynamo. Ja, hallo meine Lieben. Der Acid. Hallo. Und der Noxy. Hallihallo. Ja, und natürlich ich, der Onkel. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier so einen geilen, kleinen, kuscheligen Community-Raum. Absolut genial. Also echt absolut genial. Und wie ihr auch seht, obwohl das seht ihr jetzt gar nicht so richtig in dem Raum hier drin. Ja, ich habe eine neue Kraka und es sieht richtig geil aus. Eine Grafikkarte für die Leute, die es nicht wissen. Genau, und ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall auf gute Qualität freuen in der nächsten Zeit. Und ich finde es einfach so geil. Ich hab, kann ja mal ganz kurz zeigen, ich muss es mal angeben. Kann ja mal ganz kurz zeigen hier. Guckt euch die Grafikeinstellung an. Plus das Motion Blur habe ich halt ausgemacht, weil. Ja, das ist nervig und kacke. Weil das nervig und hässlich ist, genau. Und ja, auf jeden Fall geil. Ich versuche in der nächsten Zeit vielleicht noch 60 FPS. Ach nee, das geht ja bei dem Spiel gar nicht, weil das läuft ja bloß auf 30. Nee, passt schon. Dann versuche ich das nicht. Aber einfach nur gute Qualität. Ach, du hast ja schon so 60 FPS. Von der Grafik her ist das schon echt mega. Aber wir sind jetzt alle hier schon rausgegangen. Komm doch mal raus. Achso, ich soll rauskommen. Ich dachte, wir bleiben noch ein bisschen drin schmusen, aber okay. Genau, so. Und ihr seht es dann natürlich, wenn es Tag wird, seht ihr erstmal richtig hier die Grafik. Oh, ich bin so. Ich freue mich richtig. Ja, ist echt mega geil. So, okay, Epic. Heute wollen wir endlich, was wir ja letztes Mal, deswegen war ja auch der Ausfall, apropos jetzt die letzten Tage. Deswegen kam kein Arc bei Revano und mir, weil. Und bei mir auch nicht. Bei dir auch nicht, weil bei mir Grafikkarten Crash. Und da ist gleich das ganze Team im Arsch. Also nicht über die Grafikkarten Crash, sondern einfach die Server waren einfach nicht benutzbar. Es ging nicht. Ich hab zwar die Grafik jetzt auch ein bisschen höher gedreht. Weil die haben ja durch ihre Patches und so ist. Also ich habe jetzt ein bisschen höher gemacht und es läuft noch flüssig. Aber es ist natürlich weitaus drunter, was du hast. Ne? Aber es ist auf jeden Fall schon mal annehmbar. Vorher war das so, dass die Kiste einfach nur grau war. Ich hatte noch nicht mal Texturen. Boah, wie der Obelisk sein Licht hier rüber scheint. Ich meine, das habe ich zwar vorher auch, aber es ist nicht so schön. Ja. Der Sternenhimmel, Alter. Lass uns mal dann den Dschungel angucken, Onkel. Das sieht bestimmt episch aus, wenn du da mit dem Tier bist. Halt, kein Dschungel. Wir wollten doch in eine Höhle. Ja, genau, stimmt wir ja. Halt wir können Höhle ja durch den Dschungel zur Höhle. Oder ja, wir wollten halt. Nö, ist Umweg. Achso. Ist halt so ein Maulwurfshügel, den du da entdeckt hast, oder? Und da ist ein Loch drin, ne? Aber wollt ihr da echt mit Tieren rein? Wollt ihr da nicht? Nee, wir laufen, oder? Ja, klar. Nee. Sind die Tiere hinlaufen, weil die darfst du ja da abstellen. Ja, aber wenn einer die sieht, dann werden die dürfen nicht gekillt werden. Doch, dürfen gekillt werden, klar. Stimmt, die Regel ist ja jetzt weg. Okay, stimmt, die dürfen nur im Gehege, die dürfen nur im Gehege nicht gekillt werden. Also wir laufen. Also ich will meinen Rummelramm da nicht verlieren. Dann müssten wir zu Fuß über die halbe Karte laufen. Mach dann nichts, ist ein paar dann. Nee, das ist länger. Nee, das ist wirklich nur die ganzen Dinos und die Spinos. Nee, glaub mir, wir haben es getestet. Siehst du, ich hab's nicht getestet, aber ich hab's geschätzt. Natürlich, wir waren doch, Alter, das waren zwei. Ach ja, wir beide, achso, ja. Ach, guck mal, Dynamo, ich muss mal noch sagen, Dynamo, der hat ja auch die Dinos umgeparkt und eingeparkt. Guck mal, jetzt haben wir hier einen Raptoren, haben wir hier oben ein Schild stehen, da kommen die Raptoren hin. Hier kommen die Flugtiere hin, hier stehen, ach, ist das schön gemacht. Ich hab mal eine Frage, liebe Leute. Habt ihr gerade zufällig was zu essen? Hier. Ein Stück Fleisch oder so? Ich bin fast tot. Jetzt, Mammut, hättest du mal oben den Kühlschrank holen. Zu mir. Wo bist du? Hier. Ja, aber hol dir trotzdem Fleisch. Ah. Ja, aber hol dir trotzdem Fleisch, weil. Für den Weg, ja. Ständig, ne? Für den Weg. So, dann haben wir hier Wölfe und Säbelzahntiger und wir haben hier Ankylos. Cool. Ich werd mir auf jeden Fall den Part angucken bei dir. Ich möchte das alles mal sehen mit der Grafik. Ach, da fällt mir noch was ein, was mir der Dynamo verraten hat. Unser Delfin ist tot. Ja, yep. Weiß, wie kann der tot sein? Der ist verhungert. Achso, der gute, wir waren ja die ganze Zeit immer hier oben, oder ihr wart die ganze Zeit hier oben am Tiere füttern. Und eine Plesio? Den hab ich dann gefüttert. Der lebt doch ewig lang. Und das Krokodil? Hast du das gefüttert? Ja, das auch. Gut. Wir müssen da unten, glaube ich, auch mal noch so einen Napf hinstellen, geht das? Und hier T-Rex, wie er mich anguckt. Ah, es sieht jetzt so geil aus. Boah, ist auch voll Raptoren-Schild geil. Onkel, der kleine Spritzer. Alle mit ihrem Arsch in unsere Richtung, Hammer, ey.
Ja, da stehst du drauf. Ja, ja, okay. Können wir die Raptoren besteigen. Der reitet sich die ganze Zeit selbst. Ich frage mich. Der reitet sich die ganze Zeit selbst scheiße. Ich reite mich, ja. Der reitet auf der Scheiße. Nee, reichen 8 Stück Fleisch, würde ich die mitnehmen für mich? Nee. Also ich habe 16. Okay, also ich nehme mal. Und wenn wir nicht gehen, wir brauchen Stimberries. Ich habe 32 mit. Stimberries. Na, Stimberries kann man ja auf dem Weg mitnehmen, oder? Na, kriegt der jetzt die Tür auf, oder was ist das? Mein Gott, Leute. Na komm. Oh, verloren. Mal, mach jetzt mal die... Nicht mit drehen. Ich habe auch eine geile Idee, weil wir sind ja mittlerweile nur eine kleine Gemeinde. Wir bräuchten eigentlich eine Kirche. Ja, und er geht sonntags beten. Ich sehe es schon kommen. Das ist ja normal. Also dass das Spiel hackt, also ich muss dazu sagen, das wurde schön, und zwar hatte Chris Play bei sich auf dem so einem Video den Mr. Helm mitgehabt, und der hat das schön erklärt. Wenn das Spiel hier ruckelt an irgendwelche Stellen, dann liegt das nicht am Grafikeinstellungen oder sonst irgendwas, das liegt an den Basen, die dort gebaut sind. Und zwar ist das hier irgendwie Client-Side, das Spiel, das heißt, also das liegt am Client und nicht an unseren Grafikeinstellungen. So, müsst ihr mal das Video von Chris Play angucken, wo er mit Mr. Helm oder wie der heißt da rumfliegt. Und ja, dann wird das schön erklärt, dass das kleinzeitig ist. Wenn du jetzt vor der Basis stehst oder so, dass das so heftig ruckelt, das liegt definitiv nicht an unseren Rechnern. Oh Gott, ey, das ist total ungewohnt. Also Moses, Acid und ich spielen nebenbei noch auf einem anderen Server mit anderen Einstellungen. Ja. Und hier drücke ich mir gerade, ohne Scheiß, ich drücke mir gerade den Finger kaputt beim Farmen. Ihr spielt jetzt gerade das Spiel doppelt, oder was? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, wir spielen noch beim Server von Mo, sein Bruder. Und ist auch so, du siehst einen Stein, du nimmst aber 12 drauf. 9. Ja, 9 stimmt. Und zum Beispiel, du greifst einmal in den Busch und nimmst alles. Ja, ich wollte jetzt auch noch Star Wars Battlefront nebenbei mit Onkel spielen. Onkel, hast du einen Controller dabei? Ach, das Lustige ist, das kann ich euch auch mal zeigen. Ich habe jetzt hier durch die Crew Beta habe ich einen Controller dran. Ich kann das Spiel auch mit Controller. Ich habe jetzt einen Controller in der Hand. Und das Geile ist, Was hast du in der Hand? Wenn ich jetzt hier einen Controller in der Hand. Ach so. Das Geile ist, wenn ihr jetzt hier arg auf dem Controller, also es wird komplett Controller unterstützt, hier R2. Ich gehe mal von PlayStation aus. Hier R2 ist Schlagen. Und L1 habt ihr dann so ein Rad, wo ihr auswählen könnt, was ihr nehmen wollt. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Obergenial. Also ja, Controller. Ist doch klar, weil das Spiel, da kommt doch auch für die PS4, ne? Oder habe ich mich gedacht, war doch richtig, ne? Richtig, das kommt auch nochmal für die PS4. Ja. Oh, da werde ich es auch nochmal holen. So, okay, aber ich lege jetzt wieder beiseite. Ab zur Höhle, wir gehen zu The Hole. Jo. Wir gehen zum Loch. Ich wollte gerade sagen, hier im Futternapf ist noch Stimberries. Ja, wo ist noch? Gerade selbst noch ein paar. Wo sind noch Stimberries? Im Futternapf, in der Tiergehege, im Futternapf. Ja, sag mal, Onkel, isst du zu Hause nicht immer dein Essen aus dem Napf? Nee, ich bin ja nicht so ein Hund wie du. Bin nicht so ein Hund wie du. Au! Warum nicht? Nee, so trinken? Wir basteln sich wahrscheinlich selbst ein paar, wer sind die nochmal, Dingleberries. Bis ich glaube, wir werden dort gräuschlich verrecken, aber das ist ja scheißegal, ihr habt ja Spaß. Ja, ist dann, auf jeden Fall. Ja, ich habe nochmal was Neues gesehen. Achso, stimmt, vielleicht sollten wir auch die Rüstungen da lassen, sonst müssen wir die alle neben. Nee. Doch klar, hast du die Rüstung da? Geh doch nach. Oh, scheiße. Wird auf jeden Fall eine geile Sache. Sorry für die kleine Unterbrechung, Leute. Ich habe mich verdrückt. Oh, ich muss trinken auffüllen. Trinken auffüllen. Also ich sehe ja Kinder-Stimberries drin, den Näpfen. Nee, im Futtertrug, links und rechts. Im Futtertrug. Stimberries, nicht Narko. Ich weiß, dass Stimberries sind. Ach doch, hier du 12 Stück. Du kannst Narko-Band nehmen und dich damit heilen. Boah, ich muss einmal zum T-Rex, liebe Leute. Ich muss euch den T-Rex nochmal zeigen. Ey, Mann, ich würde kein Blau. Aber es sind bloß 12 Stück. Können wir anfangen? Ja, ja. Die ersten 10 Minuten sind schon rum. Wir sind nicht mal aus der Base raus. Ja. So, also ich hab mein Zeug alles, wir können. Mal ganz kurz, ja. Ist irgendeiner auf Rollmops drauf? Nein. Was macht der da ohne? Wo ist Rollmops? Der sieht so geil aus. Der ist hier unten beim Wasser. Boah, die Füße, ey. Was? Och nee, ich bitte, den hat keiner laufen geschickt. Aber ich frage mich, wie der rauskommt, weil die Tore sind eigentlich zu. Außer ganz hinten. Da ist ein Tor weggeklopft. Weggeklopft. Was ist denn los mit dir? Ist alles in Ordnung. Ja, ganz hinten. Den hat einer losgeschickt, der hat 340 Steine gesammelt. Wo
Wo ist denn der? Außenlager rechts oder links? Links. Hä? Links. Oh, von welcher Seite aus gesehen links? Ey, wenn du rausgehst. Also kann der ja da hinten rausgegangen sein, weil hinten fehlt nämlich ein Stück Wand. Boah, der hat ja die Wand weggekloppt. Schaut euch die... jetzt hier hoch? Nee, da ist mittlerweile wieder eine Tür drin. Base an. Steinmauern. Aber ich sehe den nicht. Boah. Wo läuft denn der? Sonnenblende. Alter, ist weit weg. Ich bin jetzt gerade mal wieder auf dem Weg. Ich bring ihn heim. Flipflop ist gestorben. Oh, er hat gekackt. Okay. So, das möchte ich nicht, dass wir den auf Wandern stellen, dann ist er weg. Ach, Mist. Da hält Jump gerade einen Frosch rum. Ja, oh, den habe ich auch gesehen. Da ist der Onkel, ich folge dir mal. Onkel, komm mal mit. Ja, siehst du die beiden Frösche? Onkel, komm mal mit. Was ist denn du hier? Ich sehe einen davon. Kann man hier rein? Ja, was willst du denn da drin? Ich kenne doch den T-Rex. Ja, jetzt geh einmal um die Füße rum. Ich möchte die einmal in Epic sehen. Aua! Hab ich doch vorhin zu lang geguckt. Ah, die Füße auch, oder was? So richtig nur die Füße? Der ist auf Damage getrimmt. Steh auf diese Dino-Füße. Weg damit. Füße, Beine, Arsch, kaputt. Guck mich nochmal an. Ja, bei den Füßen müsste jetzt nur noch so sein, dass am Boden so Fußspuren, das wäre richtig geil. Vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann rein. Ich hätte lieber gern, dass Ark ein bisschen optimiert wird, sodass Ark sich auf alle Prozessoren verteilt. Ja, natürlich, klar. Auf jeden Fall. Und es läuft momentan nur auf einem Prozessor. Gerne. Ja. Und das wäre? Auf dem ersten. Ark. Ja. Auf einem. Das wäre einer. Ja. Auf dem ersten, ja. Na, was ist denn jetzt? Jetzt sind wir hier wieder rum und geigeln wieder. Und Arschstück wieder spielen. Wir können wieder rüber. Das Tier heim, also das verlorene Tier zurück. Und dann können wir eigentlich. Verloren, das hat doch keiner vermisst. Ich schon. Nur mir ist es nicht aufgefallen, seitdem. Also ich bin fertig. Von mir aus können wir. Ich stelle mich mal vor die Tür. Guck mal nochmal den Onkel an. Hallo. Hallo. Ich habe auch einen Speer. Guck mal. Yeah. Ich bin gerade zum Eingang. Aber ich habe einen besseren. Ja. Ich habe einen primitiven. Und auch klar. Ich aber nicht. Ich habe einen harten, genau. Ich habe einen. Wie nennt sich der? Extra hart. Extra klein und extra hart. Apprentice Spike oder so. Mhm. Apprentice Spike. Ja, du hast einen sehr guten Speer. Den habe ich damals von. Zu welcher Insel? Allah. Die beiden Kahn? Die leichtere. Das war vielleicht oder? Hey, da ist die fette Robbe. Hey, Noxy. Die beim Vulkan oder die quasi rechts von uns? Das ist ein cooles Viech. Die Leuchthände. Die leichtere. Die Leuchte. Ich weiß nicht, welche davon leicht ist. Für mich war scheißegal. Hauptsache, wir gehen in eine Höhle rein. Ist ja wurscht, ob die leichte da haarig ist. Jetzt gehen wir rein. Der Vulkan wäre eigentlich easy. Ja, dann gehen wir zu der. Komm, warum sperren jetzt Noxy wieder ein? Hallo. Och, Mann. Was ist denn los mit euch? Hört mal auf mit dem Mist. Spiel doch mal ein bisschen konzentrierter, ey. Ich weiß nicht, wer jetzt die Tür dazu gemacht hat. Die Leute hatten jetzt eine richtig fette Pause. Wir warten jetzt. Was? Ihr könnt. Merkt ihr das nicht, dass ihr. Das. Das war jetzt. Der Onkel wollte unbedingt in Epic die Tür zumachen. Ich hab Bock. Komm. Pass auf, wer macht die Tür zu? Einer macht es gleich wieder auf, ich sehe schon. Bei der Letzte, der rauskommt. Dynamo? Was ist jetzt schon wieder? Oh, ich hab schon wieder Durst, ey, das gibt's ja gar nicht. Nee, wir laufen jetzt. Ist jetzt nichts mehr mitdringen. Bei wie vielen Minuten sind wir schon? 83. Bei 13. Egal. Alter. Wir können ja nicht laufen. So. Dynamo buggt hier irgendwie in der. Dynamo? Wie Dynamo buggt? Hat er was? Ja, vor? Da war gerade in der Tür drin. Ja, irgendwie bin ich genau in die Lücke gekommen. Okay. Okay, was seid ihr denn? Ey, lass uns zusammenbleiben. Yeah, und jetzt hier nochmal nicht. Ja, aber jetzt, dann guckt auch nicht rum. Nee, ich gucke nicht. Aber trotzdem, die Texturen von den Bäumen ist trotzdem noch so beschissen, wenn es weiter weggeht. Warte mal kurz, muss ich Tür zu machen? Ja, das liegt dann aber nicht mehr an der Grafikkarte, sondern das liegt an dem Spiel selbst. Ich glaube, im Moment gibt's noch nichts Besseres, als was du da hast. Alter, ey. Lärm zu der Uhrzeit. So, Jungs, rechts. Wo soll ich denn hier? Hey, der Onkel sammelt, ich weiß nicht, warum der sammelt. Stimberries. Ja, Stimberries, meine ich doch. Seid ihr rechts den Berg hoch oder seid ihr links? Nee, die sind hinter uns. Hä? Warte. Wie hinter. Ja, ich will doch erstmal wissen, wo ihr überhaupt seid. Hey, du warst so im vor uns. Oh, das kommt mir zurück. Das ist schon fast wie Pimmelparty hier. Buddy, sinnlos im Wald. Links, rechts. Mann. Guck dich doch mal um hinter dir. Der sieht dich nicht, weil wir alle so die gelbe Farbe haben. Ganz toll. Im Wald?
Die Leute sind gelb und der Name ist grün. Ganz toll. Ja. Gut ab, Moses. Na, aber siehst du mal, wie geil unsere gelbe Tarnung ist. War doch nicht so gut. Ja. War doch nicht so schlecht, so. Gelb zu nehmen. Ich kann schon von vornherein sagen, ich kenne den Weg auswendig. Ich weiß, wo es ist. Alles klar. Und jetzt gleich sagt der erste, oh scheiße, also sind wir doch irgendwo falsch abgebogen. Nee, zur Not habe ich auch GPS dabei. Navigationssystem. Aha. Hast du auch ein Taxi, was uns abholt? Nee. Verdammt. Er hat ein Ding schwarz. Wie geil das aussieht. Ah, der hängt aus der Hose raus. Ich sehe doch da was hängen, was Schwarzes. Wie geil das hier alles aussieht. Wo ist Revano? Ja, muss ich jetzt eigentlich, um euch wieder zu, muss ich euch eigentlich jetzt, um euch wieder zu belerben mit Belerben? Ich habe ja aber dazwischen gehört. Um euch wieder, muss ich das unten in die Schnelltastleiste rein, oder so, wie das heißt auch. Warum spannst du denn deinen Bogen? Jetzt hör doch mal auf mit dem Quatsch. Lauf jetzt. Hast du verstanden, was ich wollte? Also du musst es so machen wie immer, du haust dir die Stimulus rein und drückst dann einfach Remote Use to, hast du gesehen, wie heißt das nochmal? Du weißt schon. Wie will ich euch jetzt, ich kann ja euch damit wiederbeleben, das meine ich. Wiederbeleben, gar nicht. Raptor. Und da kommt ein Raptor. Nee, doch nicht Raptor. Ich lock ihn an, warte. Das ist ein Pachi. Nee, das ist ein Raptor. Ja, aber der prügelt sich mit einem Pachi. Na lass ihn doch. Der Pari wehrt sich gar nicht. Gib doch EP. Wie krass. Ja, wir haben ja gleich genug EP in der Höhle. Das Löwen. Das bist du da. Oh, wie geil das alles aussieht, Leute. Wir haben gleich genug EP in der Höhle. Junge, du kommst jetzt mal über den Eingang. Ich gehe auch ganz nach hinten. Oh. Ich lasse den Onkel vor. Einschlag, Fiedult. Oh, nicht zu rennen. Ihr kriegt mal so viel Durst. Gesperrt hat das. Ja, ich weiß. Da unten kommt gleich auch Wasser, wo wir uns auffüllen können. Pass auf. Titanbauer. Boah, Alter, Schlange. Weg mit dir! Schlange! Tot. Habt ihr sie gedisst? Dismobbt. Du hast einen Flieger am Kopf. Wir können. Ich hab Spielzeug. Dann immer bin unten. Hier unten. Was du mit der Schlange? Willst du kuscheln? Ja, was machst du mit der Schlange? Alter, wie geil, das ist ein neuer Schal, ist das? Das gibt Schuhe, Junge. Aua. Der Noxy wird aber gedisst von so einer Riesenmücke. Alter, die waren ja eine Klötzerne zu und machst du tot, Mann. Ich kämpf doch, siehst du das nicht? Leck mich doch. Mein Laserspeer ist doch schon dabei, das wegzupicken. Du bist auch so ein Laserspeer. Ach nee, wir sind ja gar nicht bei Star Wars. Du bist ein Spermer, einmal aus Hamburg, Alter. Laserspermer. Jetzt komm. Ja, gehen wir weiter jetzt. Lass die scheiß Mücke in Ruhe da. Acid, wo bist du? Gerade aus dem Berg runter. Was? Alter. Ja. You kill it, ich bin schon unten. Mega Neuros. Wie geil das aussieht. Ich gehe jedes Mal ab. Ich spring hier bestimmt in den Ruhe. Hier unten. Wo denn? Ich bin auch runter. Wenn ich sterbe, bist du schuld. Ach, heul doch. Ich werde angegriffen. Ja, natürlich. Oh Gott. Yay, wow. Und habt ihr überlebt? Das hat Schaden gekriegt. Ja, haben wir überlebt. Ja, das ist immer Schaden. Alter. Boah, der ist Dego, ey. Jetzt wird gefistet. Boah, jetzt wird's hart. Einmal durchrennen. Durch den Sumpf rennen. Ah, jetzt kommt doch die Sumpflandschaft, das sag ich doch. Nein. Und lasst euch ja nicht vom Frosch oder. Nein, klar ist sie das. Dings angreifen von der Boa. Ja, von der Boa, die betäuben euch. Der Frosch auch. Ja. Ich weiß eigentlich nur, dass wenn du an Fröschen leckst, du ein bisschen betäubt wirst. Nee, hier nicht. Was sagen Noxy, du hast angekommen. Nee, ich bin hier. Ich höre gerne weiter, weil. Warte mal, Rivano, hier ist Noxy, hier ist Acid. Weiter, komm. Dynamo fehlt. Ja, ich bin ja schon. Dünner? Achtung, ihr werdet gefistet von der Schlange. Lass die doch in Ruhe, weiter, komm. Okay, komm, du hast eilig. Okay. Weg zur Hole. Ab zur Fab Wars. Zur Hole. Hä, wo ist denn? Onkel? Rivano? Als Bett hoch. Ich bin da. Bett hoch. Mann, geh mal aus dem Weg. Aua. Nee, Schlange. Schlange kommt mit hinterher. Wo denn? Ach da. Wow. Ist tot. Gut, weiter. Übrigens, eine tote Schlange lockt Fliegen an. Noch eine. Ich will's nur gesagt haben. Nee, es sind zwei sogar. Lebt die eine noch? Mhm. Kinders? Das ist noch eine? Jupp. Immer drauf, Leute, immer drauf. Ihr wisst ja, ihr habt einen Stab, also benutzt ihn. Ein Penis, ich hau hier eigentlich mit meinem. Ja, bloß bis du bei der Höhle sind und meinen Stab weg. Nö. Quatsch. Eigentlich nicht. So, ab, weiter. Ah, der super gute Elite-Stab, der hält wohl nicht viel aus, ne?
Doch. Do you know the difference between money and time? Oh, ich habe ein Level up, noch besser. Ich mach mal Speed. Das ist ganz anderes, was gerade abgeht. Dann mach das doch später, Mann. Du verlierst ja, das doch bloß. Ich will doch nur meine Lauffähigkeiten erhöhen. Ich weiß. Du ein Stück Code, jetzt komm. Ist doch so, wenn wir jetzt hier an einem sicheren Platz sind, können wir meinen Part beenden. Das Problem ist, der nächste sichere Part ist direkt hier. Der nächste sichere Part? Ja, natürlich. Okay, meine lieben Freunde. Dann war es das jetzt hier erstmal gewesen. Morgen gehen wir dann richtig endlich in die Höhle. Das hat mir jetzt schon alles gemacht. Aber egal jetzt. Ich will jetzt gar nicht groß und nicht rumquatschen. Schaut bei allen mal vorbei bei 4Gamer. Also 4-Gamer. Dann auf jeden Fall bei Rivano LP vorbeischauen. Mhm. Bei Neros Spielstube kann auch mal vorbeischauen. Das ist zwar nicht mit hier. Beim Dummbabler kann auch mal vorbeischauen. Das ist zwar auch nicht hier. Und bei GamerCheckerP. Und bei mir, genau, bei GamerCheckerP. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. So, und das war's. Lasst ein Däumchen da, ein Abo da. Wir sehen uns morgen. Nee, nicht doch, morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.